Ich habe vor fast einem Jahr schon mal gezeigt, dass ich da so einen Mikrowellentrafo zu einem Hochstromtrafo umgewickelt habe. Der Mikrowellentrafo erzeugt normalerweise eine Hochspannung von etwa 2 Kilovolt, um das Magnetron zu versorgen. Das Magnetron ist das Teil in der Mikrowelle, was eben die Mikrowellen erzeugt, und das braucht eine ziemlich hohe Spannung. Die Primärspule hat etwa 250 bis 300 Windungen. Eher 300, und ich kriege pro Windung an der Sekundärseite im Leerlauf in etwa 3 Volt, 1 Volt heraus. Das heißt hier gute 3 Volt, 3,5 Volt im Leerlauf, und komplett kurz geschlossen komme ich auf etwa 500 Ampere. Kann man schon nicht damit rumspielen. Ja, jetzt vernichte ich einfach mal ein paar Sachen. Das habe ich da mit ziemlich fetten Schrauben, wo man eben Sachen einklemmen kann, gelöst. Und ja, nettes Teil. Okay, dann versuchen wir es mal einfach mit einer Schraube. Ich habe jetzt ein billiges Zangenampermeter hineingeklemmt und eine Schraube angeschlossen. Jetzt ist der Kontakt abgerissen. Fast wäre sie verglüht. Okay, versuche ich es nochmal. Ich habe die Schraube jetzt wieder ein bisschen festgemacht. Und gut. Ja, gut. Jetzt ist sie auseinandergerissen. So, nachdem das gerade vorher nicht so geklappt hat, wie ich es gern hätte, probiere ich es einfach jetzt noch einmal. So sollte das ausschauen. Ich habe hier 1,5 mm dickes Lötzinn, also dieses dicke, mit dem man fast nicht löten kann. Und ja, jetzt schaue ich mal, wie es auf den Hochstrom reagiert. Na gut, nachdem das Lötzinn vorhin so schnell geschmolzen ist, habe ich mir gedacht, ich muss den Widerstand ein bisschen raufbringen. Da habe ich jetzt mal eine kleine Spirale gewickelt und schau, wie schnell die kaputt geht. Ich glaube, Lötzinn wird mein nächstes Sicherungsmaterial. Ich habe hier eine Eisenstange, die ungefähr 5 mm dick ist, bei der ich mir zwar ziemlich sicher bin, dass sie nicht anfängt zu glühen, weil davor wahrscheinlich die Kabel aufglühen würden, aber ein Versuch ist wert. Es verfärbt sich einmal. Jetzt glüht da unten die Schraube auf. Ja, ich glaube, wenn man das Licht schwächer dreht, kann man es erkennen. Er glüht. Aber jetzt fängt man schon der Trafo an rauchen. Jetzt sollte ich besser aufhören. Hier habe ich jetzt einen Kupferdraht eingespannt, wie man ihn in den meisten elektrischen Leitungen, halt in den stabileren, verwendet. Auch ungefähr so dick wie das Lötzinn. Und ja, schließe ich einfach mal an. Okay. Dass der nicht so krass aufglüht, erklärt sich halt dadurch, dass Kupfer einen wesentlich niedrigeren Schmelzpunkt hat als Habe ich Eisen. das mit dem Kupferdraht auch noch als Spirale? Und ja, bin gespannt, wie es wird. Okay. Überall die glühenden Kupferkugeln. Schaut gut aus. Und noch ein paar Brandflecken. Ich habe jetzt da eine nette kleine Diode reingespannt.
Aber probieren wir mal aus, was mit so einer Diode passiert, wenn man sie, sagen wir mal, mit dem 40- oder 50-fachen Strom vom Nennstrom überlastet. Okay, ziemlich eindeutiges Ergebnis, die Sicherung fliegt. So, nachdem mir bei meinem letzten Experiment die Sicherung geflogen ist, habe ich mich dazu entschieden, das jetzt doch an eine Sicherung zu hängen, wo nicht schon 1500 Watt Beleuchtung dranhängen. Na, nicht ganz, 1200 Watt sind es ungefähr, der Rest sind Computer, Musikanlage und der ganze Gedöns. Ich habe jetzt so ein Blech eingespannt und bin mal drauf gespannt, ob die Wärmeleitfähigkeit größer ist oder ob man da, wo wesentlich weniger Material ist, auch eine stärkere Glut sieht. Boah! Es ist beschichtet, ich schließe es nochmal an. Tut mir leid, dass die Experimente jetzt da irgendwie relativ wenig und auch irgendwie ziemlich einseitig waren. Liegt vor allem daran, dass man für Hochstromexperimente einfach Dinge braucht, die einen sehr niedrigen Widerstand haben und dass auch die Reaktionen auf den Hochstrom ziemlich ähnlich ausfallen. Wenn ihr noch gute Ideen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ich eine vernünftige Menge zusammenbekomme, mache ich auch wieder ein Video drüber. Ich hoffe, euch hat das Ganze trotzdem gefallen, mal eine kleine Demonstration von einigen 100 Ampere. Ja, danke fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.